Ja, dann auch von meiner Seite aus einen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Vorrede und für die Einladung natürlich. Freue mich sehr, hier zu sprechen. Es war auch gestern Abend schon eine prima Veranstaltung. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen was vermitteln. Wie Sie wissen, tobt seit Jahren schon der derzeit wohl blutigste Konflikt weltweit. Über 400.000 Tote und rund 2,5 Millionen Vertriebene hat er bislang gefordert. Ganze Orte wurden zerstört. Es kam zu zahlreichen Massakern. Die Zivilbevölkerung leidet bitterste Not. Alle internationalen Bemühungen blieben erfolglos. Immer wieder geht das Morden aufs Neue los. Längst hat das Kriegsgeschehen auch auf die Nachbarländer übergegriffen. Das Erstaunliche daran ist nur, hierzulande nimmt kaum jemand Notiz davon. Es gibt keine Demonstrationen, keine ARD-Brennpunkte, keine Expertenrunden, keine Leserbriefschlachten und keine vollgeschriebenen Internetforen. Der Schauplatz, den ich eben angesprochen habe, ist nämlich nicht Israel, respektive der Gazastreifen oder die Westbank, sondern Darfur im Sudan. Und die Täter sind keine Israelis, sondern Janjaweed, das heißt arabisch-muslimische Reitermilizen, die von der sudanesischen Zentralregierung unterstützt werden. Man vernimmt aber keine Sudan-Kritik. Es gibt auch niemanden, der sagt, selbstverständlich habe der Sudan ein Existenzrecht, aber. Und kein Mensch käme auf die Idee, die Janjaweed mit den Nazis zu vergleichen, obwohl der Vernichtungsdrang dieser Milizen einigermaßen beträchtlich ist. Die Grausamkeit eines Krieges oder Konfliktes scheint also nicht das ausschlaggebende Kriterium dafür zu sein, wie stark man sich für ihn interessiert und welche Präsenz er in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung beansprucht. Dementsprechend muss es andere Gründe geben, warum dem sogenannten Nahostkonflikt so viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und es muss andere Gründe geben, warum Israel dabei hierzulande von einer deutlichen Mehrheit nicht nur scharf kritisiert, sondern geradezu an den Pranger gestellt wird. Beispiele gefällig? Eine Umfrage der EU-Kommission aus dem Jahr 2003 ergab, dass 65% der Deutschen Israel für die größte Gefahr für den Weltfrieden halten. Ein Jahr später meinten 51,2% in einer Erhebung, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Gar 68,3% waren der Meinung, Israel führe einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Und im Sommer 2007 fand die BBC heraus, dass sich 77% der Deutschen eindeutig negativ gegenüber Israel positionieren. Auf ähnlich hohe Werte kamen übrigens nur die Befragten im Libanon und in Ägypten. Gleichzeitig wird unablässig die Ansicht vertreten, man könne in Deutschland keine Kritik am jüdischen Staat üben, ohne sogleich von der Antisemitismuskeule getroffen zu werden. Ich könnte an dieser Stelle ungezählte Beispiele aus Internetforen, Websites, Leserbriefen und Zuschaueranrufen während Diskussionssendungen zitieren, aus der Frankfurter Rundschau und der Taz, aus der Süddeutschen Zeitung und Spiegel Online, aus der FAZ und der Zeit oder aus Kommentaren in den Tagesthemen oder im Westdeutschen Rundfunk. Und haben deutsche Außenminister etwa jemals eine Gelegenheit ausgelassen, bei ihren Nahostreisen die israelische Siedlungspolitik zu geißeln? Hat die Europäische Union nicht unlängst beschlossen, israelische Waren aus den umstrittenen Gebieten bei der Einfuhr in EU-Staaten mit einem Strafzoll zu belegen? War es nicht der Deutsche Bundestag, der Israel im Juli einstimmig aufgefordert hat, die Blockade des Gazastreifens aufzuheben? Dazu später noch etwas mehr. Woher kommt also diese eigenartige Realitätsverschiebung der sogenannten Israel-Kritiker? Was treibt sie an und wie geht der klassische sogenannte Israel-Kritiker hierzulande vor? Wie tickt er, worauf beruft er sich? Eines vorweg, Israel-Kritiker, und ich bitte an dieser Stelle darum, bei der Erwähnung dieser Bezeichnung stets die Anführungszeichen mitzudenken, denn von Kritik kann keine Rede sein, wo das Ressentiment waltet. Israel-Kritiker also glauben stets, die Fakten auf ihrer Seite zu haben. Dabei sind sie, und so viel nehme ich vorweg, gänzlich faktenresistent. Man kann deshalb darüber streiten, ob es sich überhaupt lohnt, verschiedene ihrer Behauptungen richtigzustellen. Wenn ich das im Folgenden trotzdem tue, bevor ich anschließend zu einer Kritik ihrer Ideologie komme, dann in erster Linie deshalb, um herauszuarbeiten, von welchen Motiven der Israel-Kritiker geleitet wird und um zu zeigen, dass dazu ganz sicher nicht die Liebe zur Wahrheit oder die Empörung über Menschenrechtsverletzungen gehört.
Zum Repertoire eines jeden Israel-Kritikers gehört die unumstößliche Gewissheit, dass die Israelis an den Palästinensern Kriegsverbrechen begehen, ihnen das Wasser klauen und ihr Land besetzt halten. Das ist für sie so unbestreitbar, so sonnenklar, dass nur ein Narr oder ein Mitglied der gefürchteten Israel-Lobby diese vermeintlichen Tatsachen in Zweifel ziehen kann. Dabei gibt es dafür, genau dafür, beste Gründe, wie ich nun zunächst an drei ausgewählten Beispielen der jüngeren Vergangenheit zeigen möchte. Diese Beispiele drehen sich erstens um die schon angesprochene Free Gaza-Flotte, zweitens um eine Expertise, um eine Studie von Amnesty International zur israelischen Wasserpolitik und drittens um die Frage der israelischen Siedlungen. Doch zunächst zur Free Gaza-Flotte und vielleicht erinnern Sie sich, wer am Morgen dieses 31. Mai 2010 die Internetseiten deutscher Tageszeitungen aufrief, bekam als Top-Nachricht eine nahezu einmütige, mit markigen Worten ausgesprochene Verurteilung des jüdischen Staates serviert. Blutiger Angriff auf Gaza-Hilfsflotte, Spiegel Online. Israel schockt den Nahen Osten, Süddeutsche Zeitung. Angriff Israels auf Solifat für Gaza, kann nur die Taz sein. Oder Israel ohne Maß, FAZ, so und so ähnlich lauteten die Schlagzeilen. Auf die nationale Hysterie um den Sieg einer 19-jährigen deutschen Schülerin im europäischen Schlagerwettbewerb war die lautstarke Erregung über jenes Land gefolgt, das es nicht nur gewagt hatte, der Hannoveraner Abiturientin keinen einzigen Punkt für ihre gesangliche Darbietung in Oslo zu geben, sondern das nun auch noch ein 9 Todesopfer und zahlreiche Schwerverletzte forderndes Blutbad, FAZ, Taz, Junge Welt und viele andere, also ein Blutbad unter arglosen Menschenrechtsaktivisten angerichtet zu haben schien, die doch allesamt nichts anderes vorgehabt haben wollen, als mit insgesamt 6 Schiffen humanitäre Hilfsgüter in den von Israel belagerten Gazastreifen zu bringen. Dem medialen Schuldspruch gegen Israel, der wie stets bei diesen Beschuldigten sofort und ohne Anhörung des Angeklagten zustande gekommen war, dem medialen Schuldspruch also folgte unverzüglich der politische. Ein Ende der Blockade des Gazastreifens forderte die Bundeskanzlerin, darin einig mit den Organisatoren und Teilnehmern der Free-Gaza-Flotte. Außenminister Guido Westerwelle verlangte eine internationale Untersuchung des Vorfalls und linken Fraktionschef Gregor Gysi echauffierte sich, ich zitiere ihn, ohne im Einzelnen beurteilen zu können, was bei der Besetzung geschah, ist es niemals und durch nichts zu rechtfertigen und deshalb verbrecherisch, dass einseitig das Feuer eröffnet wird und friedliche Menschen getötet oder verletzt werden. Zitat Ende. Auch in anderen europäischen Ländern schlugen die Wellen der Empörung hoch. Mehrere Staaten, darunter Griechenland, Spanien und die Türkei, bestellten den jeweiligen israelischen Botschafter ein. Die israelischen Behörden nahmen die rund 700 Passagiere der aufgebrachten Schiffe zunächst in Gewahrsam und schoben sie nach kurzer Zeit in ihre jeweiligen Herkunftsländer ab. Wieder zu Hause erfüllten die deutschen Mitglieder der Friedensflotte sofort zahlreiche Interviewwünsche. Und noch immer touren sie allesamt durch Deutschland und geben auf Veranstaltungen ihre Sicht der Dinge zum Besten. Wir haben uns wie im Krieg gefühlt, gekidnappt gefühlt, sagte Inge Höger, hier in der Bildmitte, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei auf einer eilends einberufenen Pressekonferenz. Ihre Kollegin Annette Groth, hier auf der linken Seite, sprach von einem barbarischen Akt der Israelis. Und Parteigenosse Norman Pech, hier auf der rechten, Mitleid heischend in eine Decke der israelischen Fluggesellschaft El Al gehüllt, weil eben die Navy nur Hemd und Hose gelassen habe, wie er sagte. Norman Pech also befand gar, Israel habe, und darunter machte es selten, Kriegsverbrechen begangen. Was auf dem Oberdeck der türkischen Mavi Marmara, diesem Schiff, genau geschehen war, hatte zwar keiner von ihnen beobachtet, denn zum Zeitpunkt der Einnahme durch eine israelische Spezialeinheit befanden sich alle deutschen Aktivisten unter Deck. Aber das trübte ihre Gewissheit nicht, dass Israel, der Unrechtsstaat, einmal mehr ohne Not brutalstmöglich zugeschlagen hatte. Wir wollten friedlich gegen die rechtswidrige Blockade des Gazastreifens demonstrieren, tat Pech kund. Unser Motto war, keine Gewalt. Auch eine Verteidigung der Schiffe gegen die israelische Marine sei nicht vorgesehen gewesen, sagte er. Umso mehr sei man von der Eskalation der Situation überrascht worden. Zwischenzeitlich hatte die israelische Armee allerdings erste Videos freigegeben, die darauf schließen ließen, dass es mit der Gewaltfreiheit an Bord der Mavi Marmara nicht allzu weit her war. Während die anderen 5 Schiffe ohne nennenswerten Widerstand der Passagiere aufgebracht werden konnten, zeigte das Filmmaterial, wie auf dem 6. und größten
zahlreiche Männer die israelischen Soldaten nach deren Abseilen aus dem Hubschrauber mit Eisenstangen, Äxten und Messern traktierten und einen Soldaten sogar über Bord warfen. Diese Bilder vermochten die deutschen Friedensfreunde jedoch nicht zu irritieren. Norman Pech etwa wollte lediglich, so wörtlich, zwei lange Holzstöcke und einen etwas kürzeren gesehen haben. Auch die Angaben der israelischen Armee, denen zufolge mehreren Mitgliedern des Spezialkommandos die Schusswaffen entwendet worden waren, brachten ihn nicht in Argumentationsnöte. Wenn es, so Pech, den Versuch gegeben haben sollte, die Soldaten zu entwaffnen, sei daran nichts auszusetzen, fand er. Annette Groth glaubte gar, die israelische Armee könnte die Waffen, so wörtlich, im Nachhinein da reingeschmuggelt haben, denn sie müsse ja irgendwie eine Entschuldigung präsentieren für dieses Massaker, das an Bord stattgefunden hat. Dass die Soldaten in Notwehr gehandelt haben könnten, weil sie bei der Einnahme des Schiffes massiv angegriffen wurden, schlossen die Politiker aus. Von Selbstverteidigung zu sprechen, ist wirklich ein Hohn, empörte sich Norman Pech. In einem Interview des linken Radiosenders Lora München legte der frühere außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag wenige Tage später nach. Ein Sender, der keine besonders große Reichweite hat, aber in solchen Fällen führt das gerne dazu, dass dann besonders Klartext gesprochen wird. Pech also geißelte die Abnormität der israelischen politischen Elite und befand, Israel sehe sich als das von Gott auserwählte Volk, das die irdische Ordnung demzufolge als ungültig betrachte. Auch auf das Trauma des Holocaust könnten sich die Israelis nicht mehr berufen. Schließlich wüssten die jungen Soldaten ja gar nicht mehr, was der Holocaust eigentlich war. Unterschied zu Herrn Pech. Die Abmoderation des Radiosprechers hatte sich der Völkerrechter redlich verdient. Ich zitiere diesen aus dieser Abmoderation. Eines sollte den Israelis mehrheitlich allmählich klar werden. Wer pathologisch auf seine Nachbarn schießt, weil es ihm woanders früher so dreckig erging, der darf nicht ewig darauf hoffen, dass für seine Gewalteskapaden mildernde Umstände gelten. Und wer würde sich mehr im Recht fühlen, so zu reden als vergangenheitsbewältigende Deutsche, die Israel mit Lob und Tadel als Bewährungshelfer moralisch beistehen, damit das Opfer nicht rückfällig werde, wie der Publizist Wolfgang Port es einmal formulierte. Dass die israelischen Soldaten auf der Mavi Marmara abnormal gehandelt und pathologisch geschossen haben, ist hierzulande aber längst nicht nur in der Linkspartei eine verbreitete Ansicht. Auch ansonsten stellte zunächst kaum jemand in Frage, dass es sich bei den Vorgängen auf dem Schiff um ein beispielloses Verbrechen gegen harmlose Friedensfreunde handelte. Dabei gibt es gute Gründe für genau solche Zweifel, denn nicht nur die eingesetzten israelischen Spezialkräfte, sondern auch der Sympathie für den jüdischen Staat gänzlich unverdächtige Passagiere sagten aus, dass es vermeintliche Friedensaktivisten waren, die mit roher Gewalt die Kämpfe an Bord der Mavi Marmara eröffnet hatten. André Abu Khalil beispielsweise, ein libanesischer Reporter von Al Jazeera, berichtete, die ersten israelischen Soldaten, die an Bord gekommen seien, seien mit Knüppeln und Stangen überwältigt und anschließend als Geiseln genommen worden. Walid Al-Tabtabai, ein kuwaitisches Mitglied der Muslimbruderschaft, bestätigte diese Beobachtung, indem er auf einen im Juni 2006 von der Hamas entführten israelischen Soldaten anspielte. Er sagte, wir hatten neue Gilad Shalits, sie haben sich vor Angst in die Hose gemacht. Und auch der Vorsitzende der als Hilfsorganisation firmierenden türkischen Vereinigung IHH, Bülent Yildirim, sagte mit kaum verhohlener Genugtuung, die Aktivisten hätten mehrere Soldaten mit Hilfe von Eisenstangen ihre Gewalt gebracht. Und er muss es wissen, denn er war es, der die Aktivitäten persönlich kontrollierte und kommandierte, zuletzt über Funk aus einem Raum im Schiffsinneren. Und es war seine Institution, die IHH, die die Mavi Marmara finanziert und deren Fahnd geplant hatte. Ein genauerer Blick auf die in über 100 Ländern aktive IHH offenbart, dass es sich bei ihr weniger um eine karitative Einrichtung als vielmehr um eine, Zitat, radikale islamistische Gruppe im Gewand einer humanitären Organisation handelt, wie Robert Spencer Ende Mai in der angesehenen britischen Tageszeitung Telegraph befand. Eine Einschätzung, die das renommierte dänische Institut für internationale Studien bestätigen kann. Nach seinen Erkenntnissen ließ die IHH, ich zitiere, in der Vergangenheit dem weltweiten Dschihad-Netzwerk logistische und finanzielle Unterstützung zukommen. Türkische Behörden hatten bei der IHH im Jahr 97 unter anderem Waffen, Sprengstoff und Anleitungen zum Bombenbau sichergestellt. Zudem wurden einige Mitglieder festgenommen, die offenbar als Kämpfer nach Afghanistan, Bosnien und Tschetschenien geschickt werden sollten.